Ist alles Gold, was glänzt? Die Frage kann man sich tatsächlich stellen. Insbesondere, wenn man sieht, dass Gold auf dem höchsten Kurs seit 6 Jahren ist. Also, ein Ausbruch nach oben ist da gelungen. Aber trotz alledem, vorsichtig, wir haben zwischendurch schon wieder einen kleinen Rücksetzer gesehen. Jetzt erholt sich's, aber es ist ein Hin und Her. Und das sogar ein spannendes, ein schnelles in beide Richtungen. Also insofern, der Markt sehr, sehr bewegt. In welche Richtung sollte man sich orientieren? Na, ich denke, es wäre eigentlich sogar noch charttechnisch ein bisschen Platz nach oben da. Ich könnte mir sogar die 1500 noch vorstellen, sicherlich nicht mehr vor dem Wochenende, sonst ist was falsch gelaufen. Wenn das noch passiert, das wünschen wir uns mal vorsichtshalber nicht. Trotz alledem, charttechnisch kann man übergeordnet, muss man fairerweise dazu sagen, sicherlich davon ausgehen, dass da noch ein bisschen mehr Platz nach oben da ist. Und die eigentlich steile Aufwärtsbewegung im übergeordneten Bild, die wir haben, also wenn man hier mal die letzten Tage sich alleine anguckt, die letzten Wochen sowieso, dann lässt das doch durchaus vermuten, dass wir hier eine Bewegung nach oben noch in der Fortsetzung bekommen können. Für alle feinen Tuner, die sagen, ich möchte auch mal am Nachmittag noch was mitnehmen, gerade am langen Wochenende, lange Wochenende ist Quatsch, am Wochenende jetzt, also in der Handelspause oder vor der Handelspause, wo es der ein oder andere über Gewinnmitnahmen nachdenkt. Wir haben die Iran-Krise noch, wir haben so viele Baustellen, die im Moment da sind. Auf der anderen Seite haben wir die vielleicht noch ein bisschen Unsicherheit, allerdings ist das eher drückend für Gold, die Situation der Notenbanken, die im Moment ja eher dafür sprechen, hey, wir machen hier alles, alle Schleusen auf, wir holen die Bazooka raus, um die Geldpolitik so zu lockern, dass es ja mit Quantitative Easing eigentlich nur eine Richtung am Aktienmarkt geben kann und der ist nach oben. Das wäre natürlich erstmal nicht so attraktiv, aber jetzt heute vom Wochenende, denke ich mal, wird der ein oder andere nochmal überlegen, müssen wir Gewinnmitnahmen machen oder nicht? Ich muss gestehen, ich weiß das auch noch nicht so ganz genau. Wir lassen uns da mal überraschen. Also wir, wenn ich jetzt von dir spreche, wir als Händler, wir gucken, wo gehen die steilen Bewegungen hin. Im Moment beim Gold, zumindest mal, wenn man heute Intraday guckt, in dem jüngsten Arm, der geht nach oben. Relativ steil sogar. Wir hatten zwischendurch mal ein klassisches Muster. Warum erwähne ich das? Ist doch schon Geschichte. Ja, weil es eben so häufig vorkommt. Wer das gestrige Video geguckt hat, der hat vielleicht noch in Erinnerung, da habe ich drüber gesprochen, Schub nach oben, wackelig nach unten. Das hatten wir heute beim Gold auch schon zwischendurch. Das bietet die Möglichkeit, hier vielleicht später auch nochmal wieder auf die Long-Seite sich zu positionieren, wenn der Kurs nochmal runterkommt, ein klein bisschen zumindest mal. Ob es dann eben nochmal ein bisschen weiter nach oben geht, die Chancen dafür stehen zumindest nicht schlecht. Allerdings nicht ohne Nervosität der Markt, das hat eben der Rücksetzer, der sehr steile Rücksetzer ebenfalls gezeigt. Deshalb etwas für kühle Nerven oder für die, die mit den starken Nerven, denn die Bewegungen dort können sehr schnell auch mal die Richtung wechseln. Deshalb Hinweis, die Stops durchaus nochmal beachten. Ansonsten kann man sagen, heute Verfallstag, der DAX ist schon durch um diese Uhrzeit, also der hat sein Wesentliches gesehen. Stimmt das, was ich sage von der Uhrzeit? Doch, mehr oder weniger. Spätestens wenn Sie das Video gucken, ist der DAX mit seinem Verfall schon fertig. Aber der amerikanische Markt, der hat es noch vor sich, wobei die eigentlichen Future-Kontrakte, die sind schon gerollt. Die einzelnen Aktien, die müssen auch noch durch den Verfall heute Abend dann erst. Also ein bisschen ist heute da noch zu erwarten, was das angeht an Bewegung. Wie soll man sich also verhalten? Auf jeden Fall sollte man aufpassen, ob gegen Ende des Tages Gewinnmitnahmen auf dem Plan stehen oder eher nicht. Wenn also heute Abend die im Laufe des Nachmittags und dann abends, also nicht hier, hier Sie sehen, dass hier in Tokio ist schon dunkel. Ich kann gleich noch mal einmal drehen oder ich mache es jetzt mal einmal als Abwechslung. Ich bin hier an Skytree. Na, machen wir mal die große hässliche Birne da raus. Hier den großen Turm Skytree eben hier in Tokio und sitze ein bisschen hier gemütlich vorne dran, genieße ein bisschen die Zeit noch, während ich gleich dann doch wieder an den Markt ran will, denn ich bin auch gespannt, was der Markt da heute noch macht. Aber um den Punkt wieder aufzugreifen, wenn der Markt heute Abend Gewinne versucht mitzunehmen, dann ist das eher übergeordnet auch ein eher sorgenvolles Ereignis, also dann würde ich auch nicht unbedingt die Position übers Wochenende zumindest mal halten. Das heißt nicht, dass der Kurs nicht doch nach dem Wochenende mit einem Gap nach oben auch aufmachen kann. Das ist trotzdem möglich, aber das Risiko ist halt ein gutes Stück größer. Für heute Intraday kann ich mir vorstellen, bei den steilen Flanken, die wir haben, jede wackelige Rücksetzersituation mitnehmen, sich triggern lassen, wie so oft erklärt, und dann mal gucken, was man machen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Freitag. Genießen Sie es nochmal, dass der Markt heute noch offen ist. Genießen Sie in den nächsten 2 Tagen die Pause, dass der Markt dazu hat. Dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Woche. Bis dahin, machen Sie es gut.